Wir reden über Qunut. Al-Qunut ist das Bittgebet im Gebet. Und es gibt zwei Arten von Qunut. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Ein Qunut macht man für ein Nazila. Was ist ein Nazila? Ein Nazila, das ist etwas, was passiert bei den Muslimen. Und das könnte schlecht sein. Erdbeben, sterben viele Leute. Vulkan oder ein Feind greift die Muslime an und tötet sie und macht Schlechtes. Oder die Muslime sind bei jemandem und diese Person macht sie, tötet sie. Dies nennt man Qunut al-Nazila. Und es gibt ein anderes Qunut, das ist Qunut in Witr-Gebet. In Witr-Gebet. Und das ist Barakallahu fikum. Diese zwei Arten hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam beide gemacht, salawat Rabbi wa salamu alaihi. Wann? Qunut al-Nazila, das wird, wenn eine Katastrophe passiert oder etwas außerordentlich bei Muslimen, kann man in allen Gebeten machen nach dem letzten Ruku'. Nach dem letzten Ruku', Sami'allahu liman hamida, man kann die Hände heben und man kann Bittgebet machen. Der Prophet hat das gemacht einen Monat lang in allen Gebeten, in allen Gebeten. Er hat Bittgebet gemacht gegen Bani Lahyan, Ri'l wa Dhikwan wa Usayya. Diese vier arabische Stämme, die haben jemanden zum Propheten geschickt und sie haben ihm gesagt, wir wollen Leute, dass sie uns zum Islam aufrufen, den Islam beibringen. Und während sie unterwegs waren, die waren 70 von den Gelehrten von Sahaba, dann haben diese Leute sie in eine Falle gelockt und sie haben die Sahaba getötet. Der Prophet war sehr traurig und deshalb hat er Bittgebet gegen Ri'l und Zikwan und Usayya gemacht, einen Monat lang, in allen Gebeten. Einige oder Al-Shafi'iyya von ihren Gelehrten oder sage ich jetzt nicht alle vielleicht, aber einige und oder viele von ihnen. Deshalb haben sie das als Anlass genommen und sie haben gesagt, in jedem Frühgebet macht man Qunut. Und deshalb merkst du bei Leuten, die Shafi'iyya sind, dass sie im Frühgebet nach dem letzten Rukur, die heben die Hände und die machen Bittgebet. Obwohl das nur für einen Monat war. Und das war nicht immer. Aber die haben eine Überlieferung von Umar genommen. La yazalu an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnut. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat stets Qunut gemacht. Aber Umar meinte in diesem Monat. Und als Anas gefragt worden ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Qunut gemacht in Frühgebet speziell. Dann hat er gesagt, ich habe hinter dem Propheten gebetet, hinter Umar, Abu Bakr gebetet, hinter Umar gebetet und keiner von ihnen hat das gemacht. Deshalb hat er gesagt, Muhdathun, ja Bunayya, Muhdath, das ist Erneuerung. Auf jeden Fall, die interpretieren diese Sache. Aber für uns, Barakallahu fikum, nach Sami'allahu liman hamida, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hände gehoben. Er hat Bittgebet laut gesagt, das wird nicht leise, laut. Und die Leute hinter ihm haben Amin gesagt. Dies nennt man Qunut al-Nazila. Die Muslime werden angegriffen, es gibt ein Vulkan, ein Erdbeben, ein Hochwasser und so weiter. Da können die Muslime, da kann der Imam das machen. Die zweite Art von Qunut ist, Barakallahu fikum, Qunut in Witr. Witr-Gebet. Das bedeutet, wenn wir Tarawih-Gebet beten, Qiyam oder Qiyam al-Layl oder Tahajjud, das ist alles dasselbe, dann, Barakallahu fikum, macht der Imam Qunut. Er kann das machen, er muss nicht. Er kann. Und er kann vor Ruku' beim letzten Raka' oder nach Ruku' machen. Der hebt die Hände und er macht Bittgebet. Welches Bittgebet hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht? Er hat Al-Hasan, radhiallahu alaihi, beigebracht. Allahumma
اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك كما من أغداد سوزان دسس دس بيت كبيت نو دس دس كنسو فول Ruku, nach Ruku sagen, du kannst die Hände heben, du kannst die Hände nicht heben, du kannst laut, du kannst leise machen, aber wenn du in Jama'a betest, dann machst du natürlich als Imam, dann machst du es laut. Und hier, Barakallahu fikum, gibt es etwas, was man bemerken sollte. Heute, in unserer Zeit, hören wir viele Imame, wenn sie beten, dann fangen sie mit Qunut an. Spezifisch in Ramadan. Und dann, die machen das melodiemäßig, melodisch. Die lesen das wie Koran. Und manche, die nehmen Wörter, die machen wie Gedicht dabei. Und die machen das so lang, eine Stunde, anderthalb Stunden. Und die Leute hinter ihnen fangen an, Amin, Amin, und spezifisch, wenn die Kamera drauf ist, ja, dann fangen sie an zu weinen und so weiter. Das ist definitiv nicht von der Sunna. Lange Bittgebet zu machen, Melodie zu machen und Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, wie Koran zu lesen, das ist nicht von der Sunna. Dass man auch laut schreit, Amin, Amin, das ist nicht von der Sunna. Manche Leute auch wissen nicht, wann sie Amin sagen. Manche machen Amin, die machen das Bittgebet gegen sich selbst. Zum Beispiel bei فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ sollst du nicht sagen. Still. Manche sagen Amin. إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَلَيْكَ Amin. لَا يَذِلُّ مَنْ عَلَيْكَ Amin. Deshalb, Barakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang. Ich habe Beispiele auf Arabisch gesagt, Barakallahu fikum, gemacht, damit man versteht, was ich meine. Ihr hört zum Beispiel heute die Imame in verschiedenen Moscheen, in verschiedenen, sage ich jetzt, TV-Kanälen. Mittlerweile auch die strahlen nicht mehr das Gebet live und so weiter. Auf jeden Fall. Der sagt, Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt. Das ist Singen, das ist nicht mehr Bittgebet. Das ist kein Dua mehr. Und er macht das wie Koran. Am Ende können die Leute nicht mehr unterscheiden zwischen Bittgebet und zwischen Koran. Das heißt, der denkt, das wäre Koran. Und das ist nicht Koran. Manche vielleicht werden auch diese Wörter kritisieren. Sagen, ach, schau mal, in Haram macht man anders. In Azhar macht man anders. In fast allen Moscheen macht das anders. Deshalb schaut mal unsere Lage, wie das ist. Wenn wir uns an die Sunna nicht halten, und wenn wir die Sunna nicht praktizieren, wie wird Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen?